Ja, gleicher Standort wie gestern. Auch wieder der Test mit anderen Einstellungen. Ich hoffe, diesmal funktioniert das besser. Ob ich jetzt hier so zu sehen bin, weiß ich nicht. Es ist relativ dunkel, aber doch, sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ich gehe einfach mal, drehe mich mal so und gehe mal in die Sonne. So, jawohl. Ein bisschen weiter weg vielleicht, so. Ja, ich hoffe mal, dass die Bilder jetzt besser werden, ne? Ich meine, schlechter als gestern geht ja schon nicht mehr. Okay, ich drehe euch mal. So, und dann gehen wir weiter. Nächster Halt ist dann Brücke, wo wir gestern auch schon waren. Ja, der Test auf der Brücke, genau wie gestern. Eigentlich ist der Test heute gar nicht so gut, weil das Wetter so schön ist. Wir haben nicht eine Wolke. Es ist einfach nur blauer Himmel, Sonnenschein. Ja, und bei solchem tollen Wetter kann jede Kamera eigentlich Bilder machen und Videos. Die richtigen Stärken spielt die Kamera eigentlich erst aus, wenn es mal bewölkt ist, wenn keine Sonne scheint oder wenn Sonne und Wolken sich abwechseln, dann zeigt sich, ob eine Kamera gut ist oder nicht. Aber ich denke mal, auch da werden wir in den nächsten Tagen Gelegenheit haben, das Ganze zu testen. Und dann zu sehen, wie sich das kleine Ding hier schlägt. Bis jetzt, was ich so von den Bildern gesehen habe, außer dass sie natürlich viel zu dunkel waren, waren die schon echt nicht schlecht. Weil gerade so beim Gehen, verdammt ruhige Bilder. Keine Wackler, nichts mehr drin. Einfach nur super. Okay. Soll reichen, genau wie gestern. Genau wie gestern drehe ich euch. Und ihr könnt noch mal einen kleinen Blick nach vorne werfen.
hier die Arbeit. So, kurz vor der Kennedy-Brücke. Und ich würde sagen, auf der Kennedy-Brücke probieren wir mal nochmal die Hyper-Timelapse-Funktion aus. Das heißt, in Zeitraffer über die Brücke. Mal schauen, ob das so weit funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also auf zu den letzten 200 Meter in Richtung der Brücke. Ich zeige euch nochmal hier im Hintergrund. Na, kommt die Kamera mit? Nicht wirklich. Jetzt hat sie mich scheinbar verloren. Es ist scheinbar doch ein bisschen dunkel hier. Jetzt hat sie mich wieder. Ich muss ein bisschen weiter weg, dann geht es auch. Und im Hintergrund natürlich zu sehen, der Rhein. Man darf sich nicht so schnell bewegen, dann geht das alles. Okay. Ich drehe mich mal so rum. Ja, so. Da hinten sieht man schon die Kennedy-Brücke. So im Hintergrund zu sehen. Okay. Dann auf, hoch zur Brücke. So, über die Brücke sind wir rüber. Timelapse damit geschafft. Ja. Gute Frage. Ich habe keine Ahnung, wie die Videos jetzt geworden sind. Ob das Ganze überhaupt brauchbar ist, was ich hier gemacht habe. Ich teste es jetzt nochmal so wirklich gegen die Sonne. Mal gucken, was die Kamera da so liefert. Aber da verspreche ich mir ehrlich gesagt nicht allzu viel. So, ich würde sagen, Schluss an dieser Stelle. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei diesem doch recht ungewöhnlichen Video. Ist ja auch nur ein Test.